Achtung, hören Sie folgendes IBM-Telegramm. Bin begeistert, stopp. Es ist einmalig, was hier geboten wird, stopp. Bleibe noch hier in Wels. 1968. Für viele eine Wende der gesellschaftlichen Ordnung. Die Zeit, in der die größte Jugendbewegung stattfand, die bis heute kein vergleichbares Pendant gefunden hat. In Österreich wird die 68er-Revolution gerne Mailüfterl genannt. Der gesellschaftliche Reformdruck hier war keinesfalls vergleichbar mit den Ereignissen in den USA, Deutschland oder Frankreich, ist aber durchaus vorhanden gewesen. Wels, die zweitgrößte Stadt in Oberösterreich, existiert schon seit dem römischen Imperium. Über die 68er-Bewegung in Wels wurde bis jetzt nur wenig recherchiert. Diese Dokumentation zeigt, was damals in Wels wirklich geschah. Sie stützt sich auf Filmmaterial aus dem Archiv der Stadt Wels, Artikel aus der Welser Zeitung und Aussagen von Zeitzeugen. Auf ein Wort. Fremdenverkehrsmesse Wels. Die ist mal ganz privat. In Wels ist wirklich was los. Für alle von uns. Das Volksfest ist für Wels die heilige Kuh, wie für die Schweizer das Militär. Da wurde nie etwas hinterfragt. Auf der anderen Seite hat es auch immer große wirtschaftliche und auch soziale Bedeutung. Schließlich war für Jugendliche, die wenig Geld hatten, das eine der wenigen Möglichkeiten, abends fortzugehen, soweit man überhaupt durfte, mit dem wesentlich strengeren Jugendschutzgesetz. Auf der anderen Seite war es auch eine Versammlungsstelle für alle, egal jeder sozialen Schicht. Jubel, Trubel, Heiterkeit in Wels, der Messe- und Volksfeststadt beim größten Volksfest Österreichs. Man muss sich vorstellen, die Jugendlichen sind nach dem Krieg auch aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge sehr konservativ, sehr behütet aufgewachsen. Und Anfang der 60er Jahre ist endlich eine junge Generation, die den Krieg nicht mehr bewusst mitgelebt hat. Am 4.1.1968 wurde die Kriminalstatistik für Wels vom Bundespolizeikommissariat veröffentlicht. Zitat Welser Zeitung: Jugendliche Welser waren braver. Doch schon wenige Monate später wurde in Artikeln von nächtlicher Ruhestörung durch Gammler und Radau-Brüder auf Mobitz berichtet. Allgemein muss man dazu sagen, dass in Österreich ja alles auch immer mit einer gewissen Verzögerung, einer Verspätung passiert. Und wir haben ja die einzige große Demonstration erst Jahre später gegen die Vietnam-Engagement der USA. Und die Hippie-Kleidung als Modeeffekt geht ja bis Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Im Archiv haben wir zu ihrem Thema eine Filmrolle gefunden mit eigenartigen Bildern, die zu ihr Projekt sicher einen passenden Rahmen bilden. Und da ist Material drauf, das wir uns so nicht erklären können. Die Herkunft dieser Filmrolle war unklar. Eindeutig war nur, dass sie 1962 im Welser Tiergarten gefilmt worden war. Recherchen über die Person des Wissenschaftlers führten zu keinen Ergebnissen. Die junge Frau im Vordergrund konnte allerdings als Ingrid L. identifiziert werden. Ingrid L. wurde 1943 in eine gutbürgerliche Familie geboren. Sie war ein unauffälliges Mädchen gewesen, bis sie zum ersten Mal in der Zeitung erschien. Das rauschgiftsüchtige 15-jährige Mädchen wurde von einem Welser Arzt in die Nervenheilanstalt Niedernhart eingewiesen. Doch der Aufenthalt war ohne Erfolg, wie an der Aufnahme von 1962 sichtbar wird. Durch die Akten der Heilanstalt konnte die heute 75-Jährige ausfindig gemacht werden. Bei dem zuvor unbekannten Forscher aus der Aufnahme von 1962 handelt es sich um den 1933 geborenen Dr. Engelbert Zasch.
Der gebürtige Welser schloss 1959 sein Studium der Chemie ab und begann danach eigene Forschungen durchzuführen. Der beliebte Chemiker scharrte bald ein ganzes Team von Forschern um sich, das ihm bei seinen Forschungen zur Herstellung von Medikamenten unterstützte. Aus den Dokumenten geht hervor, dass er an Medikamenten arbeitete, deren Wirkung der halluzinogener Drogen ähnlich waren. Diese testete er an Ziegen, verwendete zur Herstellung der Medikamente aber auch Stoffe aus Ziegenkot. Bald testete er die selbst hergestellten Medikamente nicht nur an Ziegen, sondern auch an Menschen, unter anderem auch an Ingrid L. Diese lebte ab 1962 bei ihm. Sie wird immer wieder in seinen Protokollen erwähnt. Er beschreibt die Veränderungen ihres Charakters sowie ihre körperlichen Beschwerden. Die Substanz wurde der Testperson gegen 14.10 Uhr verabreicht. Zunächst stellte sich keine Reaktion ein, sie spürte keinerlei Beschwerden. Sie bricht in Gelächter aus, eine halbe Stunde nach Einnahme der Substanz. Ich kann sie schwer beruhigen, auf Anrede reagiert sie nur wenig. Seine Medikamente zeigten eindeutig nicht die Wirkungen, die er erhofft hatte, nämlich beruhigende, die man in der Psychotherapie verwenden hätte können. Im Gegenteil, die Probanden und Probandinnen, allen voran Ingrid L., bekamen Halluzinationen und erlebten LSD-ähnliche Zustände. Die dauerhafte Einnahme der Drogen hatten bleibende Schäden hinterlassen, die sich durch Ingrid L.'s Pflege etwas verbesserten. Im Herbst 1967 führte er schwerwiegende Selbstexperimente durch, deren Folgen nicht mehr geheilt werden konnten. Ab diesem Herbst gibt es keine Protokolle mehr, die vom Forscher selbst verfasst wurden. Es gibt nur Aufzeichnungen von Ingrid L., die mehrmals überlegte, ihn ins Krankenhaus zu bringen, es aus Angst vor der Polizei aber nicht tat. Sie blieb bis zum März 1968 bei ihm. Von Dr. Zasch wurde nach dem März 1968 nur noch ein einziges Lebenszeichen gefunden. Eine Aufnahme mit einer Super-8-Kamera im Welser Tiergarten. Oft sind ja der Mist der Ziegen nicht von den anderen Pillen und Drogen unterscheidbar. Es kann schon sein, dass er dann das auch verwechselt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Herr Zasch, was will er? Was ist sein Anliegen? Wie ist seine Befindlichkeit? Also wie geht es ihm? Warum exaltiert er sich so? Und warum mit den Ziegen? Die Fragen sind da, aber die Antworten noch nicht. Ich glaube, für ihn wäre das Beste, wenn er in sich geht und nicht eine Ziege werden will. Ingrid! Wenn ich das Mittel injiziert habe, dann ist es das... Injizierte Mittel. Es macht alles. Das Substrat aus dem